Sehr verehrtes Publikum, Sie haben es schon an der Kleidung der Darsteller erkannt. Wir begeben uns wieder auf eine Zeitreise. Diesmal allerdings nicht in die historische Altstadt. Nein, diesmal spielt das Geschehen so oder fast genauso an dieser Stelle in der Klingemühle. Und zwar im Jahr 1859, genauer gesagt am 12. Oktober. Dieses denkwürdigen Jahres. Der Oktober war sehr mild. Sie sehen es an der kurzen Hose von Gottfried, dem Sohn des Mühlenbesitzers, nein, der Mühlenbesitzerin Friederike Elisabeth Köhler. Diese Szene basiert auf einer Urkunde, die bis auf den heutigen Tag erhalten ist. Doch genug der Vorrede. Hören und sehen Sie, welche wichtige Entscheidung der Kreisgerichtsrat Base fällen wird. Ob, 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 Stecken auf Galopp, über Stock, über Steine, aber bitte nicht Beine. Hopp, 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 Pferdchen auf Galopp. Hoppe, hoppe, Reiter, wenn er fällt, dann schreit er, fällt er in den Graben, fressen in die Raben. Gottfried, ja, Mama. Wie siehst du denn wieder aus? Was denn? Stell dich doch mal bitte hier auf die Mauer. Was? Mann, großer Gott. Die hohen Herren sind da. Na und? Achte bitte darauf, was ich tue. Wenn ich dich anstupse, und zwar so, dass es niemand merkt, dann fang an und weine, und zwar so jämmerlich du kannst. Hast du das verstanden, Gottfried? Ja, Mama. Kannst du es dir merken? Was, Mama? Na, das, was ich dir gerade erklärt habe. Und was hast du mir gerade erklärt, Mama? Großer Gott, und dieses Kind will in wenigen Jahren der Müller sein. Herr im Himmel, hilf, wenn du kannst. Mach einen schönen Diener, wenn wir zu den hohen Herren kommen. Ja. Ich, der königliche Kreisgerichtsrat Base, darf Sie alle hier herzlich auf dem Hof der Klingemühle begrüßen. Wir sind heute hier zusammengekommen, um einen Merkmal zu setzen. Ein wichtiger Moment für die Besitzerin der Klingemühle. Denn der Merkmal dient der Feststellung der Stauhöhe des Gewässers an der Mühle. Je höher der Wasserstand ist, umso mehr Leistung bringt die Mühle. Aber das Wasser darf nicht höher gestaut werden, wie der Merkmal es festlegt. Denn jeder Müller soll unter den gleichen Bedingungen arbeiten. Deshalb sind heute auch die Besitzer der Kreuzmühle, Herr Johann Christian Wendler, und der Stadtrat außer Dienst, Herr Ludwig, der Besitzer der Traubenmühle geladen. Sind die genannten Herren hier anwesend? Herr Johann Christian Wendler? Kreisgerichtsrat. Herr Ludwig? Ja, Herr Kreisgerichtsrat. Weisen Sie sich bitte mit Ihren Papieren bei mir aus. Ich danke Ihnen. Dann steht dem amtlichen Akt nichts mehr im Wege. Moment, Moment, Moment! Frau Müllerin, gibt es noch Unklarheiten? Und ob es sie gibt, ich hoffe doch, dass meine schriftlich eingebrachten Forderungen beachtet wurden. Liebe Frau Köhler, das werden Sie in wenigen Minuten erfahren. Was heißt in wenigen Minuten? Da könnte es doch bereits zu spät sein. Ich vertrete hier den Staat und Sie werden die Beschlüsse anerkennen. Beginnen wir. Herr Kreisgerichtsrat, ich schätze Sie sehr. Halten Sie sich bitte zurück. Herr Kreisgerichtsrat, ich schätze Sie sehr als Staatsvertreter. Aber Sie wissen doch, als Mitglied bin ich auch für die Rechte meines Kindes verantwortlich. Das Recht ist für Sie so zutreffend wie für die anderen Anwesenden. Ich möchte Sie auffordern, den Gang der Verhandlung nicht mehr zu unterbrechen. Sie wollen doch nicht, dass... Nein, das möchte ich auf gar keinen Fall, aber ich bin mal ein zartes, unbedarftes Wesen. So haben Sie doch Verständnis. Bitte, reißen Sie sich zusammen. Herr Kreisrichter, so haben Sie doch Verständnis. Was tust du mich denn an, Mama? Sie sind gerade
weiser Vorsehung eines Schreibweise. So lassen Sie mich doch meine Forderung noch einmal vortragen. In Gottes Namen. Meine Herren, das können Sie doch bestätigen. Für die Zwingemühle treffen ganz besondere Bedingungen zu. Direkt vor der Mühle treffen alle Straßenbäche sowohl vor der Boppelröder Quelle als auch vor der Breitsülze direkt in den Mühlgraben. Herr Kreisgerichter, das können Sie sich nicht wissen, aber bei starkem Regen stellen Sie sich vor, was da für gewaltige Wassermassen an meiner Mühle vorbeiströmen. Ich denke da immer an die Sintflut. Und erst bei Eisland im Winter, da steigt das Oberwasser beträchtlich an. Erschrecklich. Deshalb habe ich gefordert, dass mein Merkmal um 2 Zoll auf insgesamt 3 Zoll erhöht wird. Nur deshalb. Der Junge muss hier weg. Das ist ja schrecklich. Ihn. Nun, dann hören wir noch einmal die beiden angehenden Mühlenbesitzer. Herr Ludwig, beginnen Sie. Ja, also, der Kreisgerichtsrat, ich kann das Anliegen der Witwe Köhler schon verstehen. Sie hat am Ende der vielen Mühlen eine Last zu tragen. Aber der Merkfall, der ist gesetzt, der wurde in die Urkunde eingetragen. Das müssen wir genau prüfen. Ja, genau, das ist richtig. Sind wir jetzt fertig? Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis, natürlich auch im Namen meines Sohnes. Wo gibt es so etwas noch? Verständnis für eine Frau? Also, ich kann nicht mehr zuhören. Was für ein Theater! Aber Sie sind nicht aufgefordert zu reden. Dann? Gut, dann reden Sie. Ach doch. Also, es gibt ein staatliches Gesetz, Frau Wittmüller, und das gilt für alle hier in Mühlhausen. Und dieses Gesetz besagt, dass der Wasserstand nur um 2 Zoll preußischer Maß über der erlaubten Schutzhöhe von 21 Zoll Leipziger Maß anerkannt werden darf. Haben Sie das verstanden? Nein. Und was mache ich bei Eisgang oder Sturzregen? Ja, Sie ziehen den Freischutzköhler. Und dann fließt das überschüssige Wasser ab. Stimmen Sie mir zu. Natürlich, geht gar nicht anders. Und vor allen Dingen sorgen Sie für qualifiziertes Personal. Herr Ludwig, wollen Sie noch etwas ergänzen? Also ich muss noch mal betonen, der Merkfall ist eine wichtige Angelegenheit. Es ist Gesetz, es steht in den Urkunden zu den Mühlen. Beschreibt er doch die Stauhöhe des Wassers vor der Mühle. Das ist festgelegt für alle Mühlen, damit alle die gleichen Bedingungen haben. Und für jedermann nachvollziehbar, die Stauhöhe und die Bedingungen für die Mühle. Also das ist schwer umzulegen. Danke, Herr Ludwig. Besser hätte ich das auch nicht sagen können. Schreiten wir deshalb nun zur Tat. Frau Köhler, sind Sie mit der Entscheidung einverstanden? Der Merkfall erhält zur Bezeichnung des höchst erlaubten Wasserstandes eine Höhe von 2 Zoll preußischen Wassers über den Schutzbrettern, welches letztens eine Höhe von 21 Zoll Leipziger Maß über dem Fachbaum haben dürfte. Was bleibt mir armen Witwe denn anderes übrig? Ja, sind Sie einverstanden? In Gottes Namen, ja. Dann schreiten wir zur Tat, zur Merkfallschlagung. Wir gehen jetzt. Gottfried, komm, wir gehen. Ich will doch wissen, Gottfried, was ich dann machen. Geh zu deiner Mutter. So, das ist gesetzt. Das ist die Höhe des Merkfalles. Höher darf das Wasser nicht angestaut werden. Meine Herren, sind wir jetzt fertig? Ich muss in meine Mühle. Die Räder stehen schon lange still. Glück zu und alles Gute. Glück zu. Glück zu.